Mein Lebensmotto ist niemals aufgeben. Also egal ob im Fußball, im Leben, privat, man sollte niemals aufgeben und ja, alles dafür tun, dass man es schafft. Ja, ich denke, das war jetzt letztes Jahr, wo wir aufgestiegen sind in die zweite Liga, wo wir ja den Aufstieg perfekt gemacht haben und wo die Fans aufs Stadion gelaufen, aufs Spielfeld gelaufen sind und ja, es war auf jeden Fall ein gutes Erlebnis. Ja, mein Kleiner, würde ich jetzt sagen, der vor 5 Jahren auf die Welt gekommen ist. Und ja, das war, glaube ich, ja, mein schönster Moment in meinem Leben. Mein größter privater Wunsch, ja, dass ich, glaube ich, auf jeden Fall erstmal meinen Kleinen so erziehe, dass er ein schönes Leben hat, eine schöne Zukunft hat, wie auch immer. Und ja, privat halt, dass ich so lange wie möglich kicken kann. Das ist, glaube ich, ja, für mich das Wichtigste. Und danach halt, ja, was Vernünftiges ausübe, dass ich mir keine Gedanken machen muss. Ich glaube, was jeder Fußballer halt so macht, so, ja, mit Freunden sich treffen, shoppen gehen ein bisschen, an der Konsole ein bisschen zocken. Also, ich glaube, das sind so die Dinge, die die meisten Fußballer machen. Und ja, das ist schon das, was mich auch begeistert. Ja, ich würde dann sagen, PlayStation 4, also wie bei jedem anderen auch, glaube ich. Also man ist, glaube ich, oft am Zocken und bringt auf jeden Fall viel Spaß. Ja, reisen tue ich auf jeden Fall gerne. Also als Fußballer hat man halt wenig Zeit. Man hat die Sommerpause, die Winterpause. Ist halt, ja, wenig Zeit, aber wenn, dann würde ich schon gern wegfliegen öfters und ja, jetzt mein nächstes Reiseziel ist auf jeden Fall entweder Amerika oder nochmal nach Dubai. Da war ich letzten Winter, hat mir sehr gefallen und ja, da kann man auf jeden Fall den Urlaub genießen, denke ich. Also, da ich schon lange bei meinem Berater bin in der Firma und ja, wir auch schon sehr gute Freunde geworden sind, hat er halt von sich aus selber gesagt, dass ich halt bei ihm einsteigen könnte, wenn ich fertig bin mit der Karriere. Das würde ich auch, glaube ich, in Angriff nehmen, weil ich halt im Fußballgeschäft bleiben möchte. Jetzt nicht unbedingt direkt als Berater, aber halt für ihn arbeiten, als Scout, wie auch immer. Aber so doll oder so extrem habe ich mich damit jetzt noch nicht beschäftigt. Aber das ist so im Hintergedanken. Weiß ich gar nicht. Also, wie gesagt, im Fußball so viele Spiele noch wie möglich machen. So, sagen wir mal, gesund bleiben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste überhaupt. Und ja, mein größtes Lebensziel, ja, dass ich am Ende sagen kann, dass ich alles gegeben habe, ja, um erfolgreich zu sein.